Du möchtest dich bei deinem Lieblings-Minecraft-Server als YouTuber bewerben, weißt aber nicht wie? Ich zeig dir in diesem Video, worauf es ankommt. Wenn man sich als YouTuber auf einem Minecraft-Server bewerben will, muss man natürlich eine klassische Bewerbungsmappe machen. Deswegen habe ich mir schon mal was im Netz rausgesucht. Ich möchte mich jetzt zum Beispiel mal bei Griefer Games als YouTuber bewerben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Lebenslauf an. Wir suchen uns am besten irgendeine Vorlage raus. Wir nehmen jetzt das erste, weil wir auf dem ersten Platz sind. Wir wollen der Beste sein. Dann Lebenslauf, Vorname, Nachname. Da schreiben wir einfach mal unseren Minecraft-Name rein. Geburtstag, 25.04.2004 in Sachsen. Meine Adresse, das ist die Bärenhöhle 1A, irgendwo in Sachsen. Telefonnummer kann mit meinen Tatzen leider nicht telefonieren. Wir bauen natürlich auch noch ein super Bild, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dann nehmt ihr am besten das beste Foto, was ihr habt. Das wäre hier zum Beispiel meins. Dann nehmen wir hier so, zack. Den Ausschnitt, der sollte eigentlich passen. Und dann speichern wir uns das ab. Laden den ganzen Spaß natürlich hoch. Ja, das müssen wir noch ein bisschen anpassen. So, da haben wir schon mal ein freshes Bild von uns drin, ne? Jetzt müssen wir die Berufserfahrung als YouTuber hier reinschreiben. Im November 2017 habe ich angefangen, meinen ersten VIP Plus bzw. YouTuber-Rang auf einem Server zu bekommen. Das müssen wir natürlich hier alles eintragen. Also Oktober 2017, da schreibe ich hier einfach mal rein. bloodmc.eu hieß das Server früher, den gibt es heute inzwischen schon nicht mehr. Dann geben wir hier ein, was für einen speziellen Rang wir hatten. Dort war ich zum Beispiel wie, ich habe es kaputt gemacht, VIP Plus. Ich habe gerade nachgeschaut, ich war schon mal YouTuber auf Griefer Games, aber das war ein kaufbarer Rang, aber es war YouTuber-Rang, deswegen schreiben wir das auch unbedingt hier rein. War der Oktober 2017, den Rang hatte ich bis 2018 und dann griefergames.net, YouTuber, 40 Euro im Shop, hatte geschmeckt. 2020 und das Ganze ging ja, bis der Minesucht-Server offline ging. Bedeutet, ich hatte den Rang ein Jahr, dann ging der Server off. Dann schreiben wir meinsucht.net, Gold Plus. Jetzt kommt als nächstes Ausbildung. Jetzt die Frage, was hat man denn als YouTuber, wurde man so ausgebildet? Ich habe das Ganze jetzt mal fix gemacht. Zum Beispiel 2017 habe ich Videoschnitt so erlernt. Das wurde natürlich über die Jahre immer besser. Dann 2017 auch im Dezember habe ich professionelle Thumbnail-Erstellung jetzt mit Photoshop erlernt. Februar 2019 habe ich angefangen, mich mit Social Media richtig zu beschäftigen, zum Beispiel über den Algorithmus, über Analysieren von Daten etc. Das solltet ihr hier eben auch reinschreiben. Und nun kommt auch ein wichtiger Punkt, Kenntnisse und Interessen. Fremdsprachen habe ich Deutsch, Muttersprache, Englisch, fließend so 10 von 9. Kenntnisse und Interessen, Fremdsprachen habe ich zum Beispiel Deutsch, Muttersprache, Englisch, fließend so 7 von 10 oder Polnisch, in Klammern aber nur ein paar Wörter, ist die Wahrheit. Zum Beispiel Schwinja, das bedeutet Schwein. IT-Kenntnisse sind sehr gut ausgeprägt. Hier habe ich noch ein paar Programme, die ich nutze. Oder Hobbys, Content auf Social Media stellen, Gaming-Mod arbeiten auf Twitch. Kollegen, bla bla bla, Katzen und Fische verschlingen, habe oft Hunger, sowas halt eben. Wir brauchen für unsere Bewerbungsmappe natürlich noch ein Deckblatt. Hier tragen wir wieder alle unsere Informationen ein. Geht eigentlich relativ fix. Dann kommen wir zum Anschreiben. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Dort schreiben wir eben das rein, was wir eben dem Server-Team sagen wollen, warum sie unbedingt uns als YouTuber haben sollten. Jetzt könnt ihr zum Beispiel auch unter anderem mal reinschreiben, wo ihr schon überall einen Rang hattet. Zum Beispiel hier der erste Server, BloodMCEU. Dort produzierte ich Videos. Nach einer Zeit habe ich auf ihrem Server griefergames.net den YouTuber-Rang im Shop gekauft. Klammer auf, weil ich YouTuber war und 40 Euro hatte, Klammer zu Punkt. War aber etwas dumm und habe auf Legende geupgradet, was es dann kostenlos gab
als der Rang abgeschafft wurde. Meine Gehaltsvorstellung ging bei 100.000 Euro im Jahr, aber da sie mir sicherlich nichts zahlen werden, mache ich das auch sehr gerne ehrenamtlich. Ihr müsst natürlich immer einen genauen Wert in die Bewerbung schreiben, damit die auch wissen, wie viel ihr denn überhaupt kostet. Denn ihr seid YouTuber, ihr schlaft bis zum Mittag und da müsst ihr natürlich irgendwie Geld verdienen. Jetzt haben wir das Deckblatt, das Anschreiben und den Lebenslauf und jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Anhänge, damit die auch unsere Qualifikationen wissen. Die Zertifikate solltet ihr natürlich nicht selber erstellen, denn die werden euch ja ausgestellt. Zum Beispiel habe ich hier ein Zertifikat für professionelles Cutting in Shotcut. Da habe ich hier eben noch eine Schere von dem, der es mir ausgestellt hat, draufgeklatscht bekommen. 5 Sterne ist immer das Beste. Oder in Photoshop, da habe ich auch alle 5 Sterne erreicht. Echt krass, ich muss euch sagen, ich bin eine richtige Maschine. Ihr solltet alle Zertifikate am besten mit reinnehmen, um die besten Chancen zu ermöglichen. Und was ich auch bin, nämlich professioneller Katzenfresser, das sollte ich nämlich auch reintun. Das erhöht meine Chancen einfach um 99% quasi. Die Arbeitsproben, die sind kein Problem. Da tut ihr einfach das beste Video, was ihr habt, eben mitschicken. Und ein Bewerbungsvideo, das solltet ihr am besten so machen. Laut eigenen Aussagen kann man sich eigentlich nicht mehr für den YouTuber-Rang bewerben, aber da ich von manchen Leuten genötigt gebeten worden bin, eine Bewerbung abzuschicken, tue ich das nun. Ich bin seit 2017 in der Branche und besitze alle fachlichen Qualifikationen, die ich benötige. Wie Aufnehmen meines Bildschirms mit meinem Handy, das Cutten der Videos mit meiner Schere hier. Und auch mit meinem weißen Bastelkleber, der sehr begehrt ist, den ich aber gerade leider nicht zur Verfügung habe. Ich klebe die ganzen Bilder auf eine Leinwand, welche später mein Thumbnail darstellt. Meine Teamfähigkeit habe ich bisher nur wenig auf YouTube gezeigt, weil ich einfach abgehoben keine Freunde habe, mit denen ich aufnehmen könnte. Ich kann selbstständig arbeiten und ja, in meinem Empfinden erfülle ich die nicht vorhandenen Anforderungen vollkommen. Ich hoffe, dass Sie durch dieses Video einen besseren Eindruck von mir gewinnen konnten und freue mich auf positives Feedback. Dieses Video habe ich freiwillig aufgenommen, ohne dass jemand neben mir steht und mir Angst macht mit meinem Hund. Ich habe gar keinen Hund. Ich habe mir jetzt einfach ein Video auf YouTube angeschaut und das bisschen eben abgewandelt, so wie das eben sein muss. Das Ganze würde ich an eurer Stelle eben auch machen, das bringt einen besseren Eindruck. Nun habe ich euch am besten gezeigt, wie ihr YouTuber auf eurem Lieblingsserver werdet. Setzt diese Tipps einfach am besten um und schon werdet ihr YouTuber auf eurem Server. Ich werde die ganze Bewerbung jetzt abschicken und euch dann auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert für mehr Griefer Games Content. Haut rein und ciao, Leute.